Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu dem Update-Video bezüglich der Peel-Off-Lacke von Julifine. Ich habe es euch versprochen, heute ist es da. Natürlich 14 Tage, nachdem wir es getragen haben, denn 14 Tage werden uns auch versprochen. Ich habe das einmal wörtlich genommen und ich kann schon mal dazu sagen, es ist nichts abgefallen, aber es gibt eine kleine Einschränkung. Hier haben wir also einmal Tag 2. Es sieht immer noch wunderbar aus, obwohl ich mich gerade eben hier reingequetscht habe. So langsam ist es ein bisschen schwieriger mit dem Bauch und dem Bein da reinzukommen. Ich glaube, ich habe auch teils Wassereinlagerung schon in den Beinen, manchmal wenn es zu heiß ist. Aber an den Fingernägeln sieht es immer noch wirklich gut aus, sowohl links als auch rechts. Und das freut mich natürlich mega. Und an den Füßen ist es übrigens kein Peel-Off. Das hier ist, lasst mich überlegen, das ist von Julifine die Farbe Neon Fire Red. Genau, die habe ich schon ein bisschen länger drauf, also achtet nicht drauf. Und jetzt geht's zum Laufen. Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 3. Ich habe es, glaube ich, nicht gesagt, deswegen sage ich es jetzt. Ich war gestern ein bisschen shoppen und habe ein bisschen Haushalt gemacht. So ein bisschen, ne? Und jetzt dum, 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 dum. Ich habe hier am Daumen tatsächlich einen Riss. Das sieht man am allerbesten, wenn man den selber hat und den spürt. Also es ist wirklich ein Riss. So, jetzt sieht man es, glaube ich, weil das Licht sich ein bisschen anders spiegelt. Und ich werde diesen Nagel dann, denke ich, mal kürzen müssen. Nicht, dass ich da jetzt noch irgendwo hängen bleibe. Denn ich gebe das Experiment noch nicht auf. Das kann passieren. Und natürlich ist so ein Peel-Off-Lack nur minimal verstärkend. Also so ein bisschen was macht es. Definitiv kann ich nicht leugnen. Aber es ist nicht so scharf. Aber es ist nicht so hart wie jetzt so richtiger, ne, UV-Lack. Also definitiv nicht. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht würde ich beim nächsten Mal 2 Schichten Dual Coat als Base nehmen, könnte ich mir vorstellen, damit ich das Ganze so ein bisschen doller verstärkt habe. Darüber Farbe, darüber nochmal einen Top, also je nachdem. Aber der Riss ist natürlich mega schade, ne? Aber ich werde ihn jetzt kürzen und dann merken wir uns, dass der Daumen halt nicht mehr versiegelt denn ist. Das ist nun mal so. Nehmen wir in Kauf und ich hoffe, dass es jetzt aber die nächsten Tage wirklich gut bleibt und nicht so weitergeht. Und ich bin auch frisch aus dem Bett. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. So, und jetzt geht's ans Frühstücken. So, meine Lieben, eine Woche, 2 Tage sind wir jetzt also weiter. Das ist schon allerhand. Es sind aber immer noch nicht die 14 Tage, die uns versprochen werden. Und wenn ihr schon mal ein bisschen erkennen könnt, man kann es ja erahnen, hier an dem kleinen Finger fehlt eine ganze Ecke. Keine Ahnung, wo die geblieben ist. Es war sogar so, dass ich etwas von dem Nagel abfeilen musste, weil der eingerissen ist. Weil hier ist wirklich null, also man kann es, glaube ich, gut sehen, ne? Der ist richtig biegsam. Da ist null Stabilität im Nagel drin. Ist natürlich schade. Der mit Neonail ist super stabil, kann ich so nicht sagen. Der lässt sich nicht so einfach runterdrücken. Vielleicht, wenn ich es nochmal zeige, so ist ein bisschen einfacher und hier ist wirklich ein bisschen schwerer. Aber ansonsten ist es halt auch nicht mehr so perfekt. Am Daumen, wo wir halt keine Versiegelung mehr hatten, das habe ich mir auch schon gedacht, ist natürlich nochmal eine Ecke ab. Das kann man, glaube ich, gut erkennen. Und rechts sieht es so aus. Also jetzt einmal noch dazu gesagt, es ist natürlich kein Nagel ab. Das ist auch nicht schlecht. Aber rechts sieht man, glaube ich, an dem Mittelfinger ganz gut, dass ich zwischen Nagel und Lack gehen kann an der Spitze. Ich versuche das einmal zu machen. Also so sieht es dann aus. Also da kann ich schon wirklich drunter gehen. Und das ist natürlich dann auch nicht mehr so optimal. Da kann sich Feuchtigkeit drunter sammeln. Das sollte man so jetzt nicht länger tragen. Auch hier am Zeigefinger löst es sich so ein bisschen. Also es ist ein bisschen schade. Aber letztendlich habe ich mir das auch gedacht. Das ist okay. Worauf ich jetzt natürlich gespannt bin, ist, wie sich das Ganze entfernen lassen wird. Sowohl das Original als auch mit Neonail die Kombi. Dementsprechend war das echt so ein bisschen schade. Also ich sehe jetzt schon einmal, ich habe hier etwas an dem Ringfinger, ich habe etwas an dem Mittelfinger. Ansonsten sieht die Hand ganz okay aus. Für die rechte muss man auch dazu sagen, das ist wirklich gar nicht schlecht. Und links ist wirklich einmal komplett der kleine Finger ab. Und das ist natürlich ein bisschen schade. So, aber das war ja schon eigentlich mein erster Eindruck. Die werden halt nicht so wirklich hart, so wie bei normalem Shellac. Kann ich nachvollziehen, aber sonst würde wahrscheinlich auch das Entfernen super erschwert sein. Deswegen wollen wir auch noch gleich einmal schauen, wie sich das Ganze entfernen lässt. Aber wie gesagt, unterm Strich immer noch positiv. Es ist kein Nagel komplett abgefallen. Und Leute, das liegt wahrscheinlich daran, weil meine Fingernägel angebuffert waren, also angeraut. Nicht poliert und ich hätte sie polieren müssen, wenn ich mich an die Anleitung von Julifine gehalten hätte. Ich habe es nicht poliert gehabt, das sage ich nochmal ganz, ganz ausdrücklich dazu. Und ich habe auch schon gehört, dass mir das eventuell Probleme bereiten könnte gleich beim Entfernen. Wir sind gespannt. Ich baue jetzt gleich einmal hier so mein Setup ein bisschen um. Die Kamera kommt woanders hin, ich muss Lampen aufbauen und dann gehen wir in die Nahaufnahmen. Ich war nochmal auf der Seite von Julifine, damit ich da auch keinen Fehler mache. Vielleicht wollen die ja etwas Bestimmtes. Da steht aber tatsächlich, man soll sich einfach nur einen Pro-Pusher nehmen oder etwas, ja, Nagel, Fingernagel und dann ganz einfach den Lack am Rand halt ganz vorsichtig lockern. Ich glaube nicht, dass da etwas passieren wird. Wir testen das Ganze jetzt einmal an, bevor wir in das Wasser gehen und so ein bisschen was splittert ab. Ich glaube, man sieht es ganz gut, aber ich denke nicht, dass das wirklich zu einem zufriedenstellenden
in ein Ergebnis führen wird. Ich hoffe halt, dass das Aufweichen so ein bisschen hilft, damit es auch wirklich nicht meine Naturnägel so mitreißt, denn davor hätte ich am meisten Angst. Also ihr seht, es geht kaum etwas ab. Also das hält eigentlich ganz gut, nur an den Nagelspitzen natürlich nicht. Aber wie gesagt, je nach Beanspruchung sieht es dann halt aus. Hier habe ich jetzt einmal meine Schüssel. Da werde ich jetzt gleich mich reinbegeben. Ich hole euch einmal näher raus. Hier haben wir einmal mein M-Lack-Peeling. Das ist auch gleichzeitig wirklich pflegend. Das ist ganz, ganz toll. Dann nehme ich so ein bisschen was dazu gleich einmal. Lege ich mir schon einmal zur Seite und dann gehen wir jetzt einmal in das kleine Wasserbad rein. Das ist super angenehm. Ich mache das Ganze jetzt für eine Folge Big Bang oder sowas. Also ich gönne mir mal so 10, 15 Minuten, werde das Peeling dann auch noch machen und dann sehen wir uns gleich zum Entfernen wieder. Ich bin jetzt also frisch aus dem Bad raus. Das hat gut getan und meine Hände fühlen sich jetzt echt babyweich an. Das hat richtig gut getan einfach. So, und jetzt wollen wir einmal schauen, ob sich das Ganze lösen lässt. Und ich merke halt gerade mit dem anderen Fingernagel passiert dann nichts. Deswegen nehme ich mir einmal ein Rosenholzstäbchen. Man könnte natürlich auch jetzt einen Pusher nehmen. Und es fühlt sich immer noch so an, dass es sehr, sehr gut auf dem Nagel sitzt. Aber so ein bisschen kann man daran rumpulen. So, in der Vergangenheit, und das werdet ihr wissen, war ich niemals Fan hiervon, weil ich halt nicht meine Naturnägel ja so ein bisschen dem ganzen Gewaltprozess aussetzen möchte. Ich habe ja so gerne eingeweicht immer, ne, mit dem Soaken, mit dem Aceton und alles, aber jetzt in der Schwangerschaft darf ich das natürlich nicht. Und das hier ist ein Lack, der damit wirbt, dass man ihn abpeelen darf. So, jetzt wollen wir einmal sehen, wie das Ganze aussieht. Also ich versuche gerade so ein bisschen den Rand zu lösen, so Stückchen für Stückchen. Und ich muss wirklich Kraft aufwenden. Das ist jetzt nicht so, dass es easy abgeht, aber das erklärt natürlich auch die Haltbarkeit. Es ist keiner der Nägel in den 2 Wochen abgeflogen. Das ist wiederum auch ein Pluspunkt, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Peel-Off-Variante hiervon mag. Wahrscheinlich würde ich sagen, dass es immer noch ein Lack ist, den man lieber einweicht. Aber, So, jetzt habe ich hier einmal so einen größeren Fetzen, aber so richtig hat mich das jetzt noch nicht weitergebracht. Und wie gesagt, eingeweicht haben wir, das scheint aber nichts gebracht zu haben, aber es hat mir einfach gut getan. Also so ein bisschen Spa-Time war jetzt auch nicht schlecht, aber ich glaube, es hat jetzt hier dran nichts geändert. Es war ein Versuch wert und ich werde mir jetzt einmal meinen Pusher dazu nehmen, einfach in der Hoffnung, dass der so ein bisschen besser das greift. Und tatsächlich, das geht direkt besser. Ich habe ja hier meinen guten Pusher, mit dem ich mich nicht schneide auf der Nageloberfläche, der wirklich angenehm ist. Aber ich sehe hier schon weiße Stellen und da ist dann der Naturnagel beschädigt. Also so ein bisschen was geht mit ab und ich glaube, ich mache das jetzt nur beim Daumen so. Also sorry, die anderen Fingernägel, da muss ich mir was anderes überlegen. Die werde ich nicht peelen, definitiv nicht. Und deswegen greife ich auch gerade lieber wieder zum Rosenholzstäbchen, weil man sich hier deutlich weniger verletzen kann. Aber das stellt mich gerade nicht zufrieden, gar nicht. Also nee, gefällt mir gar nicht. Und hier oben scheint es etwas lockerer zu sitzen. Aber ja, das haben wir ja schon an den anderen Fingern gesehen. Da ist es sowieso an den Spitzen ab. Aber das geht nur in so Stückchen runter. Dann kommen wir einmal zu dem Neonail-Lack. Das ist ja dieser hier. Und der Fingernagel ist eigentlich gut am Start. Das hält alles ganz gut. Und wir wollen einmal schauen, ob sich das hier ganz gut lösen lässt mit Neonail als Kombi. Aber auch hier denke ich, wird sich nicht viel tun. Oh nein, wie kriege ich das denn runter von den Nägeln? Doch, also hier bin ich jetzt tatsächlich unter dem Nagel. Man sieht es jetzt schlecht, weil es weiß ist. Aber es lässt sich anheben, auf jeden Fall. Und es splittert nicht so. Habt ihr das gesehen? Also hier habe ich halt diese Stücke und der mit Neonail fühlt sich definitiv gummiartiger an. Also so ein bisschen zusammenhängender. Also ich glaube nicht, dass der mir da jetzt so wegsplittert. Krass. Also hier geht es wirklich besser und es ist zusammenhängender. Also nicht so bröckelig wie bei dem anderen. Ich komme einfach bei dem roten, ich gebe mir noch so viel Mühe. Ich komme so nicht runter. Hier ist es wirklich eine ganz andere Geschichte. Ihr seht gerade den Unterschied und ich bin super froh, dass wir den einen Nagel wirklich anders gemacht haben, damit wir das auch sehen können, dass es einen Unterschied gibt. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Doch, wirklich nicht schlecht, aber natürlich nicht optimal. Ich hätte, wie gesagt, normalerweise, wenn ich nicht schwanger wäre, hätte ich das Ganze easy peasy kurz angeraut und dann trotzdem eingeweicht oder vielleicht auch ohne anrauen. Also hätte ich beides ausprobiert. Das kann ich euch nahelegen, wenn ihr dann auch verantwortungsvoll mit Aceton umgeht. Aber das gefällt mir jetzt nicht so gut.
Jetzt habe ich es doch einmal abgemacht. Es sieht schon ganz gut aus. Auch der Naturnagel sieht hier jetzt nicht groß beschädigt aus. Das war wirklich angenehm. Doch so ein bisschen was ist jetzt hier wirklich am Naturnagel zu sehen. Hier vorne so ein bisschen, ganz, ganz wenig ist beschädigt. Das ist okay. Nichts, was mich irgendwie jetzt hier total ausflippen lässt. Aber es hat sich ganz gut entfernen lassen. Und natürlich ist dann, glaube ich, wichtig, dass ihr richtig, richtig gut diese Peel-Off-Base auftragt und nicht einfach nur so sporadisch und die Ränder dann trotzdem quasi nur Neonail gewesen wären. Aber das ist nicht schlecht, aber es ist immer noch, und ich kann es nicht oft genug betonen, nicht optimal, wirklich nicht. So, jetzt sind wir schon dabei und ich habe mir gedacht, jetzt probieren wir doch nochmal etwas aus. Ich habe ja hier auch acetonfreien Nagellackentferner, vielleicht passiert ja irgendetwas. Deswegen werde ich jetzt einmal einen Finger damit antesten. Gebe das Ganze darauf und lasse das Ganze kurz einwirken. Da finde ich mir auch einmal so einen Clip und tue so, als ob das Ganze hier ein gutes Ende nimmt. Und dann habe ich hier aber auch schon meine Feile bereit. Also wenn das nicht funktioniert, werde ich das Ganze runterfeilen. Ist nun mal so, kann ich nicht ändern. Und ich glaube, der wird sich gut runterfeilen lassen. Doch, das sieht man jetzt schon. Also das geht super easy. So ein bisschen und muss man natürlich sehr vorsichtig machen. Ich besorge mir jetzt noch einen Mundschutz, mache jetzt nicht weiter und dann sehen wir uns gleich für den Fingernagel wieder. So, es sind jetzt ungefähr 10 Minuten vergangen und ich habe sie einmal alle angeraut, also überall komplett wirklich einmal die oberste Schicht abgenommen und mit tatsächlich diesem Lack kommt man ruckzuck runter auf den Naturnagel, da muss man sehr vorsichtig sein. Und jetzt bin ich natürlich super gespannt, wie es hier drunter aussieht. Ich habe nichts gespürt. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich werde jetzt einmal versuchen, so ein bisschen mit diesem Pusher so vorsichtig hin und her mich zu bewegen. Und yes, das gefällt mir schon besser. Und wohlgemerkt, acetonfreier Nagellackentferner. Also gar nicht so übel, würde ich mal sagen. Und das wird wahrscheinlich die Methode sein, wie ich den Lack dann endlich runterbekomme. Also das ging jetzt schon ganz gut ab. Hier vorne habe ich noch eine Stelle, da muss ich noch so ein bisschen, glaube ich, mit der Feile rübergehen und lasse das Ganze dann nochmal kurz einwirken. Aber es gefällt mir richtig gut und das mache ich definitiv für die ganzen anderen Finger genauso. Also hätte ich nicht gedacht. Ohne Aceton gar nicht so schlecht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es jetzt ganz, ganz kurz einwirken lassen und ich habe tatsächlich schon den Mittelfinger fertig. Das sieht richtig gut aus. Hier mit dem kleinen Finger mache ich auch noch gleich weiter. Ist eine komische Reihenfolge gerade, ne? Auf jeden Fall ging es super gut hiermit und ich bin begeistert. Es ist ohne Aceton, mir geht es gut damit. Und es lässt sich richtig schön lösen. Könnt ihr das sehen? Und das ist das, was ich meine. Es ist so schonend, aber ich war auch gerade eben auf Instagram nochmal unterwegs, habe nach dem Hashtag Jolifine Peel aufgesucht und tatsächlich auch ein Beispiel gesehen, dass es sehr gut gehen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Person hat vorher poliert. So, wenn ihr das macht, poliert unbedingt vorher die Nägel. Yay, ich habe alles entfernen können und ich bin so glücklich. Aber wisst ihr was, ich habe jetzt noch das Gefühl, dass ich euch das schulde, das einmal mit dem polierten Nagel zu zeigen. Deswegen mache ich das jetzt nochmal mit dem Daumen hier. Alle anderen Finger lasse ich so wie sind, denn da kommt was anderes drauf die nächsten Tage. Aber ich freue mich dann einmal, das auszuprobieren, denn das war jetzt natürlich nicht das optimale Entfernen. Und dann mache ich es auch irgendwie dem Produkt nicht gerecht, weil es wird ja anders gesagt und ich habe es anders getan. Deswegen mache ich es jetzt hier einmal mit dem Daumen und ja, ich finde es ein bisschen lustig, dass ich das so verpeilt habe. In der letzten Zeit verpeile ich so viele Sachen. Ganz, ganz schrecklich. Ich muss mir sogar die ganze Zeit To-Do-Listen die ganze Zeit aufschreiben und Notizen und hier und da, damit ich Sachen nicht vergesse. Also wie gesagt, ich mache jetzt einmal ruckzuck den Daumen. Dafür nehme ich euch jetzt nicht mehr mit. Ich nehme auch eine andere Farbe, dann haben wir die auch gesehen. Und dann sehen wir uns zum Ablösen wieder. So, hier haben wir jetzt also einmal die Farbe Navy Green. Finde ich sehr, sehr schön, definitiv. Und ich habe mir jetzt nicht, wer weiß, wie viel Mühe gegeben, das Ganze zu lackieren. Denn wir machen es ja jetzt direkt wieder ab. Und ich habe auch übrigens nicht ummantelt. Das solltet ihr natürlich unbedingt machen, wenn ihr auch Haltbarkeit haben wollt. Ich bin jetzt super gespannt. Kann sein, dass es nicht klappt, weil es jetzt frisch lackiert ist und alles. Aber ihr habt gesehen, wie der Nagel glänzt. Und jetzt sollte das ja eigentlich kein Problem sein, das Ganze auch zu lösen. Eigentlich soll man ja direkt mit so einem Pusher oder auch mit dem Fingernagel an der Nagelspitze anfangen und sich dann weiterarbeiten. Bin sehr gespannt, weil jetzt gerade eben das Rot von vorhin, das hat ja richtig doll gesplittert. Kann natürlich dann an mir gelegen haben. Haben wir uns ja schon drüber unterhalten, ne? Okay. Also guck mal, das hier hinten sieht schon gut aus. Da bin ich direkt wirklich richtig gut rangekommen. Und auch in einem größeren Stück. Also hier splittert gerade nichts. Aber das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Ich versuche mal hier weiter hochzugehen. Und das sieht wirklich gut aus. Also so sollte es, glaube ich, dann auch funktionieren.
Ach Mann, ey, und ich, Idiotin, hab das nicht richtig gemacht beim ersten Mal. Jetzt doch so ein bisschen was Weißes zu sehen. Also das hier unten war schon vorher da, das haben wir mit dem Pusher schon gesehen. Aber das hier ist jetzt gerade neu. Also man muss vorsichtig bleiben, auf jeden Fall. Ich nehme jetzt noch einmal das zur Hilfe. Ich glaube, ihr habt damit auch gute Haltbarkeit, wenn ihr das auf dem Polierte macht. Ich glaube, das ist eine Sache, die kann man locker mal vom Fernseher machen. Da muss man sich jetzt nicht irgendwie Aceton oder nicht Aceton oder ja hier die Remover Caps oder was weiß ich zulegen. Das ist wirklich easy gemacht mal vom Fernseher, ne? So zack, Lack runter und das finde ich dann wirklich nicht schlecht. Ihr könnt sehen, der Lack ist ab und der Fingernagel glänzt immer noch. Ich finde, der sieht tipptopp aus und hier unten haben wir halt auch ein größeres Stück. Also das scheint gar nicht so sehr zu krümeln, wenn man das halt poliert hat. Ich finde, zum Fazit kann ich wirklich beim Ablösen nur sagen, dass diese Variante wirklich absolut ansprechend ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es super easy ist und vielen, vielen auch das Ablösen erleichtert, keine Frage. Und sogar auch in Kombination mit Neonail kann ich mir vorstellen, dass es super gut ist. So, ich habe jetzt davor natürlich den anderen Quatschkram gehabt mit dem Fehler, den ich gemacht habe. Ich hoffe natürlich, ich bewahre euch davor, diesen Fehler nicht zu machen. Das ist das A und O. Also niemals auf die angebufferten Fingernägel geben oder sowas, immer nur auf die polierten. Und dann wäre natürlich die Haltbarkeit super spannend. Ich würde auch sagen, mehr sage ich dazu nicht, denn das habt ihr jetzt ja gesehen, das spricht für sich. Und ansonsten würde ich sagen, die Lacke, Haltbarkeit, Viskosität, Deckkraft und alles ist super gut. Es ist ein Versuch wert und die Preise sind wirklich ein Traum. Und dementsprechend würde ich sagen, kann man ausprobieren, auf jeden Fall. Wundert euch nicht, das ist einmal das Ende des Videos. Ihr habt bereits meine Meinung zu dem Peel-Off-Lack bzw. mein Fazit gerade eben gehört. In den Nahaufnahmen habe ich das Ganze mit reingepackt, denn ich wollte jetzt noch einmal das schöne Tageslicht hier ausnutzen, sonst wird das Ganze zu dunkel hier. Deswegen Leute, ganz, ganz toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns schon beim nächsten Mal wieder und übrigens die nächsten Wochen werden super, super interessant hier. Ich darf euch tolle neue Sachen vorstellen und ich bin einfach nur happy, weil auch ihr was davon haben werdet. Giveaways, also die ganz, ganz, ganz toll sind, kann ich schon mal dazu sagen. Ich bin total excited schon irgendwie, was das angeht. So, und damit bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und bis dann.